Zunächst zeigen wir Ihnen aber erst einmal eines der größten deutschen Boxtalente. 22 Jahre gerade mal alt, Dominik Britsch, stammt ursprünglich aus Neckarsulm, lebt jetzt in Berlin, trainiert dort bei Sauerland-Cheftrainer Uli Wegner und hatte seinen letzten Kampf gerade mal vor 5 Wochen in Detroit im Rahmen des großen Duells zwischen Arthur Abraham und Andre Drell. Es war seine Amerika-Premiere und er hat sie bravourös bestanden. Mit einem K.O.-Sieg ist er nach Hause zurückgekommen. Heute trifft er auf einen sehr erfahrenen Italiener, Alessio Forlan. 8 Runden im Mittelgewicht. Dominik Britsch gegen Alessio Forlan. Viel Spaß dabei. You know the rules. Follow my commands. Protect yourself at all times. Touch gloves. Good luck to both of you. Nach seinem K.O.-Sieg in den USA hat sich Dominik Britsch nur eine kurze Pause gegönnt. Fabian. In Detroit vor 5 Wochen gewann Britsch durch K.O. in Runde 2. Heute gegen Alessio Forlan muss er mit stärkerer, mit längerer Gegenwehr rechnen. Okay. Geboxt wird im Mittelgewicht. Über 8 Runden hinein geht's in die erste. Beide Boxer gut zu unterscheiden. Britsch in der schwarzen Hose. Jetzt links im Bild. Beide ungefähr gleich groß. Aber hier schon zu erkennen, Forlan, der Offensivboxer, der schon versucht, an den Mann heranzukommen. Höher. War ein bisschen tief, diese Rechte von Britsch. Sofort gesehen vom Ringrichter Ingo Barabas aus Egenhausen, Deutschland. Versuch einer rechten von Forlan, aber da hatte Britsch aufgepasst. Deutschen Boxfans werden sich vielleicht noch an den Kampf im März 2007 erinnern. Da boxte Forlan gegen Sebastian Silvester. War in der 7. Runde am Boden, aber hielt dann bis zur 12. Runde durch. Schöne Kombination von Britsch mit der rechten zum Kopf. Ja, gegen Silvester konnte er bis zur 12. durchhalten. Verlor am Ende durch TKO. Und der amtierende Mittelgewichtschampion, der Weltmeister Silvester, war damals beeindruckt von der Willensstärke Forlans. Viel eingesteckt hat. Aber nicht aufgab. Deckung steht gut bei Britsch. Haben schon gesehen, er ist der schnellere Mann. Ja, schön mit der linken da ein bisschen gespielt. Ein Boxer mit sehr guter Technik. Sehr schöne Kombination. Er hat das Boxen bei seinem Vater Jürgen Britsch gelernt, einst auch erfolgreicher Amateurboxer. Seit dem 8. Lebensjahr. Stopp! Nicht wegdrehen. Box! Unglaublich, was er da abfeuert in der Nahdistanz. Eigentlich die Stärke von Alessio Forlan. Gut, 1. Runde mit Vorteilen für Dominik Britsch. Und wir schauen gleich in die Ecke zu Uli Wegner. Ja, wir haben noch, der arbeitet auf Kraft, hast du das gemerkt? Und der wird, der liegt in Spannung, der wird noch müde. Aber sehr geschlossen sein, die sind immer in der 1. Runde noch sehr gefährlich, ne? Gut. Weißt du? Oh. Kann man nicht meckern, noch ein bisschen mehr mit dir, aber du musst immer wieder dran denken. Eine sichere Verteilung ist immer was wert, ja? Komm her. Sehr schön die rechte Hand von Britsch. Schön gestritten bleiben. Führung sein wieder noch ein bisschen locker.
durch die Deckungshände hindurch. Seconds out. Die zweite Runde im Kampf, Britsch gegen Furlan. Und für Britsch ist es die insgesamt 100. in seiner noch jungen Profikarriere. Ist ja 22 Jahre alt. Ein Boxer, den Uli Wegner ganz in Ruhe aufbauen kann. Muss ein bisschen aufpassen bei diesen Überraschungsangriffen von Furlan. Aber er sieht die Schläge des Italieners kommen. Kann deshalb rechtzeitig ausweichen. Stop! Watch your head, okay? Ja, und die Köpfe zusammengestoßen bei diesem rechten Haken von Furlan. Mit 33 Jahren hat er viel mehr Erfahrung. Heute im 45. Kampf als Berufsboxer. Nebenbei arbeitet Alessio Furlan auch selbst als Trainer, betreut Nachwuchsboxer, hat ein eigenes Gym. Kopfhörer. Box! Und damit wohl auch eine gute Perspektive für die Zeit nach seiner aktiven Boxkarriere. Ritsch bewegt sich sehr gut. Watch your head, gentlemen. Muss versuchen, mit der linken den Kampf zu bestimmen, den Gegner zu beschäftigen. Ja, auch mal eine gute linke von Furlan. Der 2007 auch gegen den starken Iren John Duddy geboxt hat, dem auch einiges abverlangte und auch da erst kurz vor Ende der Schlussrunde in der 10. dann durch TKO verlor. Break! Für den jungen Britsch ist das ja schon ein ganz guter Prüfstein. Stop! Ja, war ein bisschen tief wieder. Okay. Box! Aber kann weitergehen. Schöne Serien von Dominik Britsch. Aber der Kämpfer aus Rocca Canavese in Piemont bislang unbeeindruckt. Nimmt aber die Hände auch dann rechtzeitig nach oben. Hat schon Respekt vor den Attacken von Dominik Britsch, der auch die zweite Runde gewonnen hat. Da gibt es wohl keinen Zweifel. Und da haben wir ihn in der blauen. Der hat die auf die Nase geholt. Das ist ja so nicht. So hier. Atmen. Das ist gut gemacht. Schön mit der linken arbeiten. Mal nach links raus und mal nach rechts raus. Immer aus der Linie gehen, ja? Verstehst du das schon? Ja. Dann ist gut. Das ist ja wunderbar. Atmen. Aber immer wieder, was ich jede Runde sage, immer wieder auf Verteidigung achten. Keine einfach, ne? Machst du hübsch dafür. Ist, ja? Ist wunderbar. Serien. Wieder. Absichern.